Thomas hat ein neues Video wieder rausgehauen, Standard Samstag 13 Uhr. Heute Teil 3, letzter Teil, glaube ich, von seinem Best-of. Sein schlimmster Fail kann ich bestätigen, ich weiß schon welches ist und der war richtig böse. Okay, let's go. Yo, was geht? Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Best-of-Serie. Passend zum dritten und auch letzten Teil zeige ich euch heute alle meine Dreifach-Salti. Vier davon waren erfolgreich, einer überhaupt nicht und mit dem fangen wir auch direkt an. Und zwar war das mein erster Versuch an einem Dreifachsalto. Ich wollte einen Triffes versuchen, bedeutet einen Dreifach-Vorwärtssalto mit einer halben Schraube. Das war damals vor ungefähr 2 Jahren in Amerika. Das war eine 15 Meter Klippe. Ich habe noch nie einen Triffes davor versucht, überhaupt noch gar kein Dreifachsalto versucht und das sollte mein erster Dreifachsalto werden und habe mir gedacht, ich versuche es jetzt einfach mal. Habe dann in der Luft leider die Orientierung verloren und bin dann ziemlich heftig auch auf dem Rücken gefallen. Schaffst du. War auf jeden Fall richtig, richtig böse. Ja, wie ihr seht, eine sehr unsanfte Landung war das. Trotz Neo habe ich circa 10 Sekunden überhaupt keine Luft bekommen. Zum Glück hatten wir jemanden im Wasser, der eben aufgepasst hat und mich sozusagen unterstützt hat beim Schwimmen. Außerdem habe ich Blut hochgehustet, also das war echt keine schöne Erfahrung und hat auch wirklich alle weiteren Triple-Versuche von mir sehr stark beeinflusst. Glaube ich sofort, dass so eine Erfahrung, die, sag ich mal, bleibt im Kopf. Was auch ganz wichtig ist, eben diese Person im Wasser hat jetzt bei ihm, sag ich mal, auch gut geholfen. Es kann immer was schief gehen, also auch bei euch. Springt nicht alleine, schaut, dass ihr jemanden am Start habt. Nach dem Versuch habe ich sehr daran gezweifelt, ob der Triffes wirklich die beste Wahl ist für den ersten Dreifachsalto. Bin dann sozusagen von dem Triffes hin zum Flippes Hara gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, dort mehr Kontrolle zu haben. Auch habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze von 10 Meter weiter oben zu machen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt. Ja, aber beim Klippspringen ist eigentlich das Wichtigste, dass man eben weiß, wo man ist. Denn wenn man die Kontrolle verliert, dann geht das Ganze sehr schnell, sehr schief, wie man auch bei meinem ersten Versuch gesehen hat. Und aus eben einer größeren Höhe, das waren dann 25 Meter, habe ich einfach mehr Zeit, um zwischen den Salti eben auch zu schauen, wo ich bin, wie schnell ich mich noch drehen muss und so weiter. Ja, ungefähr ein Jahr später habe ich dann den ersten Flippes Hara probiert, und zwar von 25 Metern bei den Buchenegger Wasserfällen. Ich muss sagen, unglaublich. Einfach ein Flippes Hara aus 25 zu machen. Ich weiß nicht, konntest du schon einen von drei davor, Thomas? Das muss ich sagen, das kann ich auch nicht empfehlen. Also es hat zwar bei ihm, es funktioniert immer bei Thomas. Aber ich weiß nicht, ob Thomas da so ein Ausnahmefall ist. Aber ich würde euch empfehlen, schaut, dass ihr die Tricks erst von drei safe könnt, dass ihr immer wisst, wo ihr seid. Weil aus 25 Metern, wenn du dich da zerlegst, tut gar nicht gut. Okay, Thomas konnte den nicht von drei. Eieiei. Ja gut, das Ding ist halt, Flippes ist halt ein safer Sprung. Deswegen kann man das vielleicht schon machen, weil du ja nach dem Flippes immer weißt, wo du bist eigentlich. Du siehst aufs Wasser und da musst du nur noch diesen Backflip ziehen. Aber ja, ich persönlich würde es nicht empfehlen. Ja, ihr seht, ich war richtig am Abfeiern und nachdem ich den korrekt runtergebracht habe, ich war mir über den ganzen Sprung hinweg, war ich mir sicher, wo ich bin. Ich hatte komplette Kontrolle, es war das geilste Gefühl überhaupt, dann aufzutauchen und zu wissen, du hast es endlich geschafft, deinen ersten Dreifachsalto. Dann wollte ich unbedingt nochmal den Triffes versuchen, habe mir dann überlegt, dass ich nach dem ersten Vorwärtssalto einen Split reinhau, damit ich schauen kann, wo ich bin, wie viel Höhe ich noch habe und wie schnell ich die nächsten zwei Flips drehen muss. Ja, und relativ genau nach einem Jahr, nach meinem Fail, habe ich den auch nochmal probiert. Und zwar wieder bei den Buchenegger Wasserfällen, von dem höchsten Sprung von 25 Metern. Den Clip schauen wir uns jetzt mal kurz an. Was man auch sagen muss, so krassen Respekt vor Thomas, dass er die Triples auch an dem Buchenegger Wasserfällen macht. Ich finde den Absprung da oben so widerlich. Ich verstehe nicht, wie er da die Eier dazu hat, so durchzuziehen.
Leider sind die Kameraaufnahmen nicht so optimal, aber ich hoffe, man konnte es erkennen und wusste dann auch total, wo ich bin. Das hat sich auch super angefühlt, viel besser als das erste Mal tatsächlich. Man glaubt es kaum. War dann auch richtig happy, dass ich den endlich geschafft habe. Habe ihn dann tatsächlich auch nochmal von viel weiter unten gemacht, und zwar von 9 Metern. Allerdings mit einem anderen Setup, und zwar mit einem Riesentrampolin auf der Brücke. Das war beim 100.000 Abonnenten-Special vom Reinhard. Den Clip schauen wir uns jetzt mal kurz an. Riesentrampolin, Gartentrampolin, Mann. Was ist denn los hier? Also ihr könnt euch sicher sein, wenn ich nochmal ein Triffes mache, dann auf jeden Fall mit Split. Ohne Split, einfach zwei Vorwärtshalte hintereinander. Das geht bei mir nicht in den Kopf rein. Und ja, lieber nochmal ein Split reinmachen und dafür ein bisschen höher gehen, aber dann eben die Kontrolle haben und nicht auf dem Rücken landen. Ja, das sind meine ersten zwei Triple Flips. Jetzt kommen wir schon zum dritten, und der ist auch gar nicht lange her. Und zwar habe ich vor circa 2 Wochen einen neuen Trick probiert, und zwar den Double Tsukahara. Für die, die es nicht wissen, ein Tsukahara ist ein Vorwärtssalto mit einer halben Schraube zu einem Rückwärtssalto, und ein Double Tsukahara ist dann eben nur nochmal mit einem Backflip hinten dran. Das Ganze habe ich, große Überraschung, wieder von den 25 Metern bei den Buchenegger Wasserfällen gemacht. Das Ganze dann auch noch im Layout, das war auch mein Plan. So war ich mir sicher, dass ich eben die Orientierung nicht verliere, und den Clip schauen wir uns jetzt mal an. Das war so krank. Junge. Den Clip wird es wahrscheinlich auch bei uns in dem Video mal geben. Wir haben ja auch ein bisschen was gefilmt an dem Tag. Aber es hat halt nicht für ein Video gereicht. Da wird es irgendwann mal wieder so eine Zusammenfassung von ein paar Leftovers geben. Da wird der auch mit am Start sein. So kontrolliert, so stark. Ja, ich war super happy, wie der funktioniert hat. Viel besser hätte ich ihn mir nicht vorstellen können. Ich wusste den ganzen Weg nach unten, wo ich bin. Und das mit dem Layout hat sich natürlich auch richtig geil angefühlt. Das war, muss ich sagen, auch der Triple Flip, der mir am besten gefallen hat bis jetzt. Den will ich auf jeden Fall nochmal machen. Wer weiß von wo, vielleicht von ein bisschen höher. Oder wieder vom Trampolin natürlich. Ich bin mir vor dem Sprung immer zu 99,9% sicher, dass der Sprung auch funktionieren wird. Sonst würde ich ihn noch nicht probieren. Also ich bin nicht lebensmüde, dass ich einfach auf 25 Meter gehe und mich mit neuen Tricks daran versuche, sondern bei mir ist das eben ja im Kopf schon sehr klar, wie das Ganze ablaufen wird, und deswegen fühle ich mich da auch relativ sicher, neue Tricks auch von großen Höhen eben zu probieren. Apropos neue Tricks, ich bin natürlich noch nicht am Ende meiner Triple Flips, die ich probieren will. Ich habe mir bis jetzt überlegt, dass ich als nächstes einen Triple Back springen will von 18 Metern. Außerdem würde ich gerne noch einen Triple Castaway versuchen. Da brauche ich dann, glaube ich, eine sehr hohe Brücke. Ich schätze mal so auf jeden Fall 20 plus. Wahrscheinlich um die 25 Meter werde ich da brauchen. Also seid gespannt. Den werde ich hoffentlich dieses Jahr noch versuchen. Ja, und dann steht noch auf... Trifft sich gut, Thomas, weil wir fahren morgen ja eine Brücke, eine sehr, sehr hohe Brücke. Mal schauen, ob da der Triple Castaway kommt. Meine Liste der Triple Auerbach. Da muss ich sagen, bin ich mir am unsichersten, weil ich schon immer beim Double ein bisschen Probleme habe mit der Orientierung. Ich weiß nicht genau, wie schnell ich mich drehen soll. Deswegen, der wird vielleicht dieses Jahr kommen, aber vielleicht auch erst nächstes Jahr. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr davon am liebsten sehen wollt. Und ja, dann schauen wir mal, welchen ich als nächstes probiere. Ja, das war der dritte Teil meiner Best-of-Serie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert natürlich den Kanal. Schreibt mir was in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag. Haut rein. Also, ihr wisst Bescheid. Daumen hoch da lassen. Kommentare. Gerne auch Feedback geben, wie ihr das Video gefunden habt. Abonnieren. Und ja, auch starkes Video. Heftig die Entwicklung von Thomas einfach. Wie lange springst du jetzt? 3 Jahre, 4 Jahre? Und er haut einfach so kranke Tricks schon raus aus so einer Höhe. Einfach mega gut.